Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, also wie ihr schon im Titel lesen könnt, werde ich heute quasi darüber sprechen, wie man am schnellsten 10.000 Jobbik-Schillinge bekommt. Und vorab, ich hoffe, man hört nicht meinen Ventilator im Hintergrund, weil es ist halt extrem warm im Zimmer und Fenster öffnen ist nicht, weil sonst kommt die ganze Wärme rein und nee. Okay, also wie gesagt, ich hoffe, man hört es nicht und ja. Und zwar geht es darum, ich werde euch heute erzählen, wie man schnellsten die oder wie man schnellsten Jobbik-Schillinge sammelt oder eher gesagt erspart. Und zwar fällt es ja den meisten sehr schwer, Jobbik-Schillinge zu sparen oder generell welche zu bekommen. Und mir ist aufgefallen, dass dadurch, was ich die letzten Tage so gemacht habe, habe ich extrem viele neue Jobbik-Schillinge dazu bekommen. Und genau. Jetzt wollte ich euch quasi mal so meine Lifehacks oder generell mal so Themen ansprechen oder generell Punkte aufschreiben oder nennen, wie man am schnellsten und einfachsten Jobbik-Schillinge bekommt. So, wenn wir schon hier sind, und zwar ist es auch eine gute Sache. Es ist nicht nur gut fürs Pferd, sondern auch gut für euch, so wie die Jobbik-Schillinge, wenn ihr diese täglichen Aufgaben macht. Ihr denkt euch jetzt sicherlich bestimmt, okay, man bekommt dafür jetzt nicht allzu viele Jobbik-Schillinge. Aber ihr müsst bedenken, pro Rennen kriegt ihr, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jobbik-Schillinge. Aber ihr bekommt ja pro Rennen schon ein bisschen was. Und wenn ihr dann alle Rennen zusammen zählt, kriegt ihr ja schon relativ viel. Und dann kriegt ihr nicht nur hier bei dem Rennen Jobbik-Schillinge, sondern auch zum Beispiel bei der täglichen Aufgabe bei den Steinen. Es ist ja seit Mittwoch so eine Aufgabe, Quest, Rufquest rausgekommen, wo man Steine sammeln kann. Und in bestimmten Steinen befindet sich Gold. Und ja, ich glaube, pro Stein bekommt man sowieso nochmal 90 Jorvik-Schillinge und 30 Steine. 9, 18, 27 sind 270 Jorvik-Schillinge, die ihr dann quasi allein durch die Steine bekommt. Wie gesagt, bei den Rennen weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie viel man dafür bekommt. Also quasi allein für Starshine Range bekommt ihr durch die Rennen, durch die Steine plus durch die Tiere, die man hier suchen muss, Jorvik-Schillinge. Und natürlich auch noch so ein bisschen Level oder eher gesagt XP für eure Pferde. Und hier ergattert ihr euch schon sehr viel allein durch, durch die Starshine Range. Und ja, ich habe hier gerade noch ein Pferd gefunden. Und das sind quasi so diese Lifehacks hier bei Star, bei der Starshine Range, so, oder quasi auch eher gesagt Firkroove. So, ein weiterer Lifehack, was mir persönlich jeden Tag wirklich sehr hilft, ist Stallaufgabe. Jetzt werde ich nicht ernsthaft angerufen, oder? So, ich bin ja da. Genau, wo war ich jetzt? Ein weiterer Lifehack, der mir persönlich auch sehr hilft, sind Stallaufgaben. Und ja, wie gesagt, viele können es überhaupt nicht haben, aber ich denke, wenn man das wirklich jeden Tag macht, wirklich, ihr habt so viele Möglichkeiten, hier Stallaufgaben zu machen. Und ihr bekommt da so viele Jorvik-Schillinge. Nicht nur hier jetzt im Moorland, sondern es gibt ja auch Orte, ich glaube, Golden Hills war das, wo ihr sogar, ich glaube, 45 Jorvik-Schillinge allein für eine Sache hier macht. Das ist echt viel Geld, was ihr da bekommt. Und wenn ihr das wirklich an jedem Ort macht, dann ergattert ihr voll viele Jorvik-Schillinge. Und das ist in meinen Augen schon echt viel. So, genau. Das war jetzt der Punkt mit den Steueraufgaben. Dann gibt es natürlich auch noch den Punkt hier, die Rennen zu machen. Und ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie viel man hier für ein Rennen bekommt. 20 ist quasi wie, als würdet ihr eine Steilaufgabe machen. Und hier habt ihr dann quasi auch wieder drei Rennen zur Verfügung. Also Steilaufgabe plus Rennen, das glaube ich in jedem Ort ist. Und da habt ihr wieder so viel Auswahlmöglichkeiten, Jorvik-Schillinge zu verdienen. Und wenn das nicht sogar noch genug ist, bekommt ihr sogar noch hier
Hier ist ja auch noch die Druidenaufgabe. Da bekommt man ja auch noch sehr viel. Also haben wir zum Beispiel jetzt auf der Starshine Range haben wir, die Stallaufgaben haben wir, die täglichen Rennen haben wir. Dann haben wir sogar noch Rufquest, wo man auch noch sehr viel Jorvik-Schilling bekommt. Okay, für die einen oder anderen, die jetzt Rufquests nicht mehr machen können, ist es jetzt nicht mehr so. Genau, dann habt ihr auch noch die Game-Ausrufezeichen. Naja, ist auch jetzt gerade nicht so cool für die Leute, die jetzt auch keine Quests mehr übrig haben. Aber wie gesagt, es ist halt möglich. Und ja, Star Stable bringt ja auch zurzeit sehr viele neue Sachen raus, wo ihr ebenso viele Jorvik-Schillinge verdient. Wenn ihr das alles jeden Tag macht, bekommt ihr richtig schnell 10.000 Jorvik-Schillinge. Und dann fällt euch das Sparen sowie auch die Klamotten zu kaufen einfacher, weil ihr dann dadurch jeden Tag, wenn ihr so viele Jorvik-Schillinge bekommt, auch die Sachen schneller kaufen können. Deswegen sind das quasi so meine Lifehacks, wie ich am schnellsten Jorvik-Schillinge bekomme. Und wenn man da auch noch dran bleibt, dann ist das wirklich einfach und easy zu schaffen. So, genau. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, zum Beispiel Championat. Das kann jeder machen. Wenn man teilnimmt und auch ins Ziel kommt, selbst dann bekommt man Jorvik-Schillinge. Für die Schleifen, wenn man die verkauft, bekommt man auch sehr viele Jorvik-Schillinge. Und was mir gerade ebenso noch einfällt, ist, wenn man diese täglichen Highscore-Rennen macht. Ich glaube, wenn man da am Ende der Woche oder am Ende des Monats, keine Ahnung, ich weiß nicht ganz genau, wie es war, weil ich noch nie unter diesen Top 20 war. Deswegen, ich glaube, dafür bekommt man auch noch relativ viele Jorvik-Schillinge. Und das ist nochmal eine Möglichkeit, viele Jorvik-Schillinge zu ergattern. Und ja, ich werde euch jetzt gleich nochmal alles einblenden. Die ganzen Stichpunkte, wie ich und was ich mache, um schnell Jorvik-Schillinge zu bekommen. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!